Was geht, Freunde? Willkommen zu einem schnellen Guide. Und zwar für Crescent Falls hier beim Geothermal Plant. Wie man das Rätsel löst. Einer dieser Dinger steckt schon da drinnen, wo wir ihn eigentlich haben wollen. Also der kann da bleiben. Es gibt eine Möglichkeit, da drauf zu springen und mit dem ganz komischen Jump da reinzukommen, um ihn rauszuholen. Aber das müssen wir eigentlich nicht. Wir müssen den einen hier oben holen und einen noch da oben drinnen, wo die Kabeln hingehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Könnte sein, dass es dafür eventuell mehrere Wege gibt, aber ich mache einfach den Weg, den ich weiß. Jetzt wird gleich der Crusher aggro ziehen auf uns, glaube ich, aber das ist egal. Einmal über die Rohre drüber und das Ding da oben holen. Den kann man dann da runterwerfen, aber den brauchen wir noch, weil, damit wir den oben rausholen können, müssen wir die Tür vorher erst mit Energie versorgen. Das heißt, den müssen wir mit draufnehmen. Treppen hoch, Treppen hoch. Man kann easy immer dem blauen Kabel folgen, weil das geht genau dahin, wo es hin muss. Und da müssen wir in den ersten Stock rauf. Und da sieht man dann schon den Behälter, wo man den reinpacken muss. So, den da reinschmeißen. Danach lässt sich die Tür da öffnen. Und da holen wir den dann raus. Kurz mal ein bisschen looten, wenn wir schon da sind. Und mitnehmen, zack. Mit zwei laufen ist immer so eine tricky Geschichte, aber man kann die ganz gut werfen. Das heißt, man kann so easy da vorgehen. Die einfach aus dem Fenster... Oh, nein! Yeeten. Koro for gifted a tier 1 sub to skill for legends. Da oben. Ich dachte jetzt schon, ich habe den verloren, ne? Hold up. So. Zack, wenn es möglich ist, den nicht wegwerfen und verlieren. Weil wir brauchen die halt. Vielen Dank, Encore, für das Geschenksub an Skill of Legends. Wir machen das hier gerade live im Stream. Deswegen, ihr könnt auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Wir sind da jetzt gerade auf jeden Fall live. Und ich wette, wenn ihr das Video anschaut, seid ihr auch, bin ich auch gerade live. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben. So. Jetzt sind wir hier. Und jetzt ist mir gerade... Jetzt ist die Barriere da oben auch deaktiviert, weil vorher kommt man die Treppen gar nicht hoch, weil die Barriere da aktiv ist. So, dann packen wir die drei da rein. Oder auch nicht. Hallo? Zack. Zack. Und dann ist der Rätselraum auch schon offen. Das war's. Hier gibt's nur dieses eine Rätsel, da bin ich mir ziemlich sicher, weil auf Bright Sands sind ja bei jedem möglichen Rätselraum zwei verschiedene Variationen. Aber hier gibt's nur dieses eine. Glaube ich. Bin mir ziemlich sicher. Freunde, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war der Rätselraum. Hier gibt's jetzt eine Kiste mit den Miniaturreaktoren drin. Auch eine Waffenkiste, wo was gut drin sein kann. Und ein paar Industrial Crates und Munition und Granaten und so weiter. Das war's dann auch schon wieder. Ich danke euch fürs Reinschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen. Haut rein. Tschüss, ciao. Und servus, tschüss, tschüssi, baba.